Auf den ersten Blick ist Jessica eine ganz normale junge Frau. Dabei ist die Klinik Lüneburger Heide wohl ihre letzte Rettung. Denn Jessica ist magersüchtig. Bei ihrer Ankunft vor 6 Wochen wog sie gerade mal 38 Kilogramm. Mittlerweile hat sie mehr als 4 Kilo zugenommen. Okay. Komisch, dass es jetzt auf einmal mehr ist, aber dafür bin ich ja hier. Also irgendwie, ja, es fühlt sich komisch an, aber es ist okay. Es ist in Ordnung. Und dürfen Sie sich bewegen? Nee, gar nicht. Auch auf dieser niedrigsten Stufe mit 38 Kilo sollte man sich gar nicht bewegen. Und natürlich auch keine Stufen gehen und keine Treppen laufen. Und ja, und das habe ich jetzt fleißig gemacht und jetzt, ja, hat es geklappt mit der Zunahme. Vor 2 Jahren war ihre Welt noch in Ordnung. Sie wog 60 Kilogramm, arbeitete als Tischlerin und ging mit ihrer Band auf Tour. Heute ist das Singen einer der wenigen Fixpunkte in einem Leben, das aus den Fugen geriet. Ein bestimmter Anlass, warum sie aufhörte, regelmäßig zu essen, ist nicht mehr auszumachen. Dann trennte sie sich auch noch von ihrem Freund. Ich führe eine Beziehung quasi mit der Magersucht und sonst mit niemandem. Also man wacht auf, 3 Uhr nachts, macht sich schon Gedanken, weil es ja bald Frühstück gibt. Und ja, überlegt sich, was man isst, wie man es isst, mit wem man isst, wo man isst, ob man das jetzt neu oder frisch kauft oder was jetzt noch im Kühlschrank liegt. Ja, so eine Gedanken und dann schläft man wieder ein und dann ist es morgen und dann beginnt so der Kampf. In der Klinik werden 60 Patienten behandelt. Sie leiden unter allen Formen von Essstörungen wie Magersucht, Essbrechsucht. Die Ursachen zu finden, ist das wichtigste Problem. Wir sehen das einmal im Zusammenhang mit einem sehr negativen Selbstwertgefühl. Dann sehen wir das mit einem hohen Leistungsstreben. Dann eben mit diesem Perfektionismusstreben und einer generell hohen Selbstkritik, wobei wir davon ausgehen, dass die was zu tun hat, einmal mit der Detailfokussiertheit. Und zum anderen auch, wenn man sehr beeindruckbar ist, kann man natürlich viel auf sich beziehen. Essstörungen sind psychosomatische Erkrankungen. Sie können sogar chronisch werden. Erster Schritt zur Genesung, die Veränderung des Selbstbildes. Stellen Sie sich jetzt mal ins Profil nach dort zum Fenster. Nehmen Sie einmal die Arme nach oben in die Senkrechte. Mittels Videoanalyse soll den Patienten vor Augen geführt werden, wie dünn sie wirklich sind. Jessica hat, auch weil sie schon 6 Wochen in der Klinik ist, ein recht realistisches Bild von sich selbst. Dann versuchen Sie jetzt mal, sich vorzustellen, es wäre eine andere Person. Und Sie sollten diese Person möglichst wertfrei und objektiv zunächst beschreiben. Auf jeden Fall eine viel zu dünne Frau. So sehe ich es. Also ohne Rundung, ohne kein Hintern, wenig Oberweite und alles sehr knochig und sehnig. Wie geht es Ihnen mit dem, was Sie da gesehen haben? Nicht gut. Warum? Weil ich viel zu dünn bin. Und es sieht schrecklich aus. Pro Ana ist der Code der Magersüchtigen im Internet. Im Netz hat Anas Brief längst Kultstatus, ist eine Art Manifest. Darin heißt es: Mein Name oder wie ich von sogenannten Ärzten genannt werde, ist Anorexie. Mein vollständiger Name ist Anorexia Nervosa, aber du kannst mich Anna nennen. Ich hoffe, wir werden gute Freunde. Die 25-jährige Nicoletta ist seit 12 Jahren magersüchtig. Noch immer geht sie zur Therapie. Hallo Nicolette, schön, dass du da bist. Komm rein. Wie geht es dir heute? Immer noch schwankend. Was bedeutet? Dass ich immer noch Phasen habe, wo ich so gut wie gar nichts esse. Okay. Und dann aber wieder Phasen habe, wo ich für meine Verhältnisse sehr viel esse. Mhm. Und da aber trotzdem noch nicht so mit klarkomme. Und das schwankt jetzt immer noch so. Ihre Sucht wurde zur Obsession, als sie vor 4 Jahren auf Pro-Ana-Foren mit ihren harten Hungergesetzen stieß. Meine schlimmsten Erfahrungen waren, als ich in Pro-Ana unterwegs war. Das waren so meine Erfahrungen auch in der Pro-Ana-Szene.
Und da war es dann eben auch so, dass man bestimmte Richtlinien dann mitmachen musste. Es gab bestimmte Gebote, woran man sich auch halten musste. Das Schönheitsideal war dann dementsprechend so ungesund, wie es jetzt hier auch gezeigt wird. Dünn ist schön, ist begehrenswert. Nicoletta musste Esstagebücher führen, regelmäßig ihr Gewicht posten und einmal die Woche im Forum Fotos ihres ausgehungerten Körpers präsentieren. Sie wollte dazugehören, mit allen Konsequenzen. Es ist so, dass ich selber auch irgendwann so weit war, dass ich für mich selber gedacht habe, lieber sterbe ich, als dass ich zunehme. Aber auch bei den anderen Mitgliedern der ProAna-Szene habe ich das ähnlich mitbekommen, dass die dann eben genau das Gleiche gedacht haben, beziehungsweise ich dann auch dachte, dann ist es so. Also sterben ist einfacher als leben. Die Therapeutin Sandra Kettner beobachtet gefährliche Entwicklungen im Netz. Teenager suchen auf ProAna-Seiten heimlich Verbündete für ihre Abnehmziele. Neue Trends im Internet, man sucht sich Twins. Und Twins bedeutet, ich suche einen Gleichgesinnten und wir hungern uns gegenseitig zu Tode. Das ist sehr, sehr gefährlich, weil das Ziel ist wirklich der Tod. Sie wollen bis zum Tod gehen und suchen sich halt dafür diese Twins im Internet. In 5 Minuten kann man einen Twin im Internet auch finden. Es sind fast ausschließlich Mädchen, die hier ihre Nachrichten hinterlassen. Schon 12-Jährige posten auf der Suche nach gleichgesonnenen Twins ihr Idealgewicht. Auf der Jagd nach seinem angeblichen Idealgewicht ist auch Christian Frommert. Jeden Tag beginnt er um 4:30 am Morgen mit Radfahren. Frommert ist seit Jahren magersüchtig, weiß um seine Krankheit. Das ist nach wie vor im Kopf. Nee, du bleibst nicht im Bett liegen, du stehst jetzt auf. Immer dieses Funktionieren. Es ist immer wieder der gleiche Ursprung. Sich selbst nicht richtig wahrzunehmen, kein eigenes Selbstverständnis von sich zu haben. Und immer glauben oder immer zu glauben, man müsse etwas tun, damit man gemocht wird, wahrgenommen wird, geschätzt wird. All das Wissen um seine Magersucht hilft dem 47-Jährigen nicht. Er leidet und weiß, dass es mit jeder Gewichtsabnahme wieder schlimmer werden kann. Die Leiden, die sie haben, das ist ja wirklich unmenschlich. Also sie leiden wirklich richtig. Ihnen ist immer kalt. Sie haben dicke Füße, dicke Hände wegen dieser Hungerödeme, also Wasseransammlungen. Sie haben Knochenbrüche. Ihnen brechen dauernd die Knochen. Sie laufen teilweise auf den Knochen. Die haben Höllenschmerzen. Sie verletzen sich ständig. Sie sind übersät mit Wunden. Und sie tun immer alles dafür, dass dieser Zustand so bleibt. Ob die Anorexie bei Frommert und seinen Leidensgenossen auch auf einer genetischen Disposition beruht, ist nicht ausreichend erforscht. Frommert, der als junger Mann sogar übergewichtig war, brachte es zum Leiter der Sponsoring-Kommunikation bei der Telekom. Damals zu den Glanzzeiten von Jan Ullrich. Dann 2006 der Dopingskandal um Ullrich und die anderen Telekom-Fahrer. Wir mussten leider die Suspendierung bis auf Weiteres von den Fahrern Jan Ullrich und Oscar Sevilla sowohl des sportlichen Leiters Rudi Pevenage bekannt geben. Der Anfang vom Ende. Als er bei der Telekom aufgehört hatte, nahm er erstmal eine Auszeit. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Sie werden so plötzlich aus der Kulisse rausgedreht und sagen und haben überhaupt keine, also so, hier, halt, hallo, ich will da, und sie rutschen ab und das war das Problem, dass dann. Es war wirklich für mich ein Abrutschen. Ich habe keinen Halt mehr gehabt. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie geht das denn jetzt alles weiter. Er startete seinen Frommert-Triathlon. Radfahren, Laufen, Hungern. Irgendwann wog er so viel wie ein Schulkind. 39 Kilo bei 1,84 Größe. Jessica, die seit 6 Wochen in der Klinik behandelt wird, soll heute ihren Körperumfang schätzen. Hilfsmittel, ein Seil. Welchen Körperteil möchten Sie jetzt teilschätzen? Bitte? Taille? Gut. Die Eigenwahrnehmung der Patienten soll überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Der kognitive Ansatz ist wichtig, denn Jessica soll wissen und verstehen, dass sie krank ist und Hilfe braucht. Gut, jetzt gucken Sie selber bitte noch mal mit. Mhm. Ja? Ja. Und legen Sie das Seil da mal dran. Es zeigt sich, dass Jessica noch immer Schwierigkeiten mit ihrem Selbstbild hat.
Den Unterschied, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass das so krass ist. Komisches Gefühl, weil auf dem Video sehe ich das ja schon sehr realistisch, aber es ja, fühlt sich anscheinend irgendwie alles doch noch nach mehr an, als es jetzt wirklich ist. Ich erlebe es hier sehr häufig, dass die Patienten sich eben zu groß wahrnehmen, zu groß, zu breit fühlen oder breiter fühlen, als die Realität dann wirklich ist. Und ich höre dann wirklich auch ganz oft die Aussage, ich kann das jetzt nicht glauben, dass es so ist, aber es hilft mir, wenn ich drauf schaue, dann zu sehen, doch, ich bin wirklich noch so und nicht so. Die Magersucht hat Jessica in die Isolation getrieben. Der Wunsch nach Perfektion zerstört nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche. Emotionen sind gar nicht mehr da. Also so ein, weiß nicht, jemanden zu lieben oder Freude zu empfinden und auch oder auch Trauer zu empfinden, das ist alles ganz, ganz oberflächlich. Das ist wie so ein Schleier davor und man empfindet einfach neutral. Jessica hält sich strikt an einen eigens für sie konzipierten Ernährungsplan. Dabei werden die Kalorien sukzessive aufgestockt. So, hallo, guten Appetit. Na, danke. Alles in Ordnung? Ja. Irgendwelche Fragen oder ist in Ordnung so? Ja. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Gerade. Ich habe das Gefühl, dass Sie den Reis ein bisschen flach machen, aber. Eigentlich stört es mich eher, dass es so ein bisschen lauwarm ist. Ach so, sollen wir es so ein bisschen wärmer machen? Ja. Nee, es geht so. Okay, aber von der so. Menge, sind Sie einverstanden? Ja, passt Menge so. Ist super, das haben, okay, hatten wir noch mal geändert. Ja. Und ja, okay. Das ist jetzt gut. Ja, gut. Genau. Ja, aber das braucht natürlich schon immer klären, ob jemand ein Stück im Essen stochert oder es breit klopft, weil es jetzt im Moment nicht so passt oder ob die Menge nicht passt. Ja? Almersbach im Tal, in der Nähe von Stuttgart. Dass Magersucht auch heilbar sein kann, zeigt das Beispiel von Charlotte Manditsch, eine Geborene von Crailsheim. Die dreifache Mutter war jahrelang schwer magersüchtig. Die Gefahr zu sterben war hoch. Anorexie ist die psychische Störung mit der höchsten Mortalitätsrate. Bei mir hat es mit einer Diät angefangen und so bin ich von da dann richtig immer tiefer reingerutscht und mit dem Essen war eben auch Hunger verboten. Das alles, was damit zu tun hatte, aber dadurch, dass ich eben nicht mehr gegessen habe, war der Hunger eigentlich immer da, auch wenn er verboten war. Aber ja, ich hatte natürlich Hunger. Charlottes Einstieg ist absolut typisch. Die Erkrankung beginnt am häufigsten im Teenageralter mit einer Diät, die anschließend außer Kontrolle gerät. Seit September 1996 begleitet Spiegel TV Charlottes Leben. Sie wächst auf einem Schloss in Franken auf. Bei einer Größe von 1,80 Meter wiegt sie damals nur 38 Kilogramm. Das ist nur meins, das ist nur meine eigene Hungerwelt irgendwie. Das ist vielleicht auch das, was mir so schwerfällt, es herzugeben. Ich weiß es nicht, es ist eigentlich eine so grauenhafte Welt. Also ich sage es mal, es ist eine Welt, weil es ist einfach was so Abartiges, dass es was für sich ist. Aber es ist doch was nur mir gehört. Das Herz beginnt auszusetzen, die Knochen brechen. Man kann das Wasser nicht mehr halten. Ihre Mutter gründet eine Selbsthilfegruppe. Diese Hilflosigkeit, wenn man neben seinem Kind sitzt und sieht, wie es neben einem verhungert. Und man kann nichts machen, man kann nicht einfach nicht helfen. Und man weiß auch nicht wie und hat überhaupt keine Möglichkeiten. Charlotte war in Deutschland von ihren Ärzten aufgegeben worden und findet auf Vancouver Island in Kanada ihre letzte Rettung. Im Januar 98 ist sie schon 15 Monate in der Montreux-Klinik. Sie bekommt die Krankheit trotz mancher Rückschläge Stück für Stück in den Griff. Viele haben dann machen Selbstmordversuche. Deshalb, wenn man zu Anfang ankommt, ist auch im Bad ist alles abgeschlossen. Also wir kommen zum Beispiel nicht an Rasierklingen ran, wir kommen nicht an irgendwelche Messer in der Küche. Das ist alles getrennt abgeschlossen. Und dann, also ich hatte ein paar Momente, wo ich so unheimlich versucht, wo ich mich einfach nur umbringen wollte, aber so stark wie noch nie vorher. Die magersüchtigen Mädchen kämpfen um jedes Gramm Leben.
Dafür müssen sie vor allem eins, sich erlauben zu essen. Wie manche Leute auf die Uhr gucken und sagen, okay, ich habe jetzt einen Zahnarzttermin oder sowas. Das ist einfach es ist fast wie ein Termin, den ich habe. Weißt du, dass ich weiß, okay, ich muss, was weiß ich, 6 Mahlzeiten oder 5 Mahlzeiten am Tag zu mir nehmen? Weißt du, mit dem, durch den Speiseplan, weil ich das jeden Tag habe, vertraue ich, was weiß ich, zum Beispiel jetzt Joghurt, dem Gemüse. Das habe ich jetzt schon für so lange jeden Tag, sodass ich diesen Mahlzeiten vertraue und die sind so eine gewisse Sicherheit für mich. Aber wenn dann sowas wie ein Stück Schokolade plötzlich kommt, was ich normalerweise nie habe, dann ist es unheimlich schwer. 3 Jahre nach ihrer Ankunft in Kanada ist Charlotte wie ausgewechselt. Sie hat Freunde gefunden und geht nur noch ambulant zur Therapie. Jetzt hier, ich habe nichts. Ich habe alles, was ich habe, ist ein Auto. Aber ich habe keine Eltern, die einen vollen Kühlschrank haben und ich alle einladen kann. Oder die einen Swimmingpool im Basement haben oder viel Geld. Oder ich habe nicht viel anzubieten, außer dass ich ein kleines Auto fahre. Aber meine Freunde, die ich jetzt habe, die sind meine Freunde für den Mensch, der ich bin. Ärzte hatten Charlotte vorhergesagt, dass sie wegen der Magersucht niemals auf natürlichem Wege Kinder bekommen könne. Es ist ein totales Wunder sowieso schon, wenn man ein Kind kriegt und wie die Kinder überhaupt auf die Welt kommen mit allem dran. Und dann, ja, wenn man vorher so krank war und auch seinen Körper so missbraucht hat, mehr oder weniger, ist es noch ein größeres Geschenk. Das neue Leben ohne Magersucht, ohne Angst vor dem Tod, hat Christian Frommert noch nicht hinbekommen. Dabei wäre er vor einigen Jahren beinahe an multiplem Organversagen gestorben. Seit letztem Dezember hat er eine neue Aufgabe. Medienchef bei der TSG Hoffenheim. Für die Anorexie bedeutet es auf jeden Fall jetzt, dass ich komplett neue Tagesabläufe habe. Also mein Leben hat sich jetzt wieder komplett verändert. Ja, also heißt jetzt, ich muss jetzt Zwänge und Rituale, die ich die ganze Zeit habe, einfach wieder neu überdenken. Wie passen die jetzt plötzlich in diesen Tagesablauf? Jetzt muss ich wieder in ein Büro, ich habe ein richtig soziales Leben. Also man sagt wieder mittags Mahlzeit und ein ganz normales Büroleben. Eher Wunschdenken, denn noch ist Frommert nicht im Büro, sondern nur einmal am Tag, abends um Punkt 19 Uhr. Auch so ein typisches, weil zwanghaftes Verhalten von Magersüchtigen. Rituale dienen der Orientierung, sollen Halt geben. Jetzt wird für das Abendessen eingekauft. Der Magerquark begleitet mich durch die gesamte Magersucht. Das ist wirklich mein Leben. Der muss immer in ausreichender Menge da sein. Und ich werde auch ganz, wenn der mal nicht da ist, auch im Supermarkt, dann werde ich in der Tat unruhig. Frommert braucht nur Gemüse und fettreduzierte Milchprodukte. Nichts wird dem Zufall überlassen. Ich gucke nach gar nichts anderem. Also es macht mich überhaupt nichts anderes an. Ich kaufe meine Sachen, packe sie in den Korb, gehe zur Kasse und gehe. Also es ist nicht irgendwie, dass ich so rumschlender und mir dann angucken würde, was könntest du noch essen oder gar nicht. Also es ist sehr, sehr diszipliniert, das Einkaufen, und macht mir keine großen Mühe mehr. Bei Frommert ist die Anorexie chronisch. Von einem normalen Leben ist er aber mindestens 20 Kilo entfernt. Bei Jessica dagegen besteht mehr als Hoffnung. Sie ist jetzt seit 12 Wochen in der Klinik, hat 7 Kilo zugenommen. Wichtiger Bestandteil der Therapie, die Gruppengespräche. Alle da oder fehlt uns noch jemand? Zum Thema heute, warum ist es so schwer, die Krankheit aufzugeben? Man findet ja immer Leute, die etwas, na, nicht besser können, aber die in irgendeinem Thema mehr Ahnung haben oder so. Ja. Und ich glaube, dann ist es so, also hatte ich immer das Gefühl, so die Magersucht ist das Einzige, was ich wirklich gut kann. Ich bin einfach zu viel. Ich bin der Welt zu viel. Ich bin mir selber zu viel. Und über das Nicht-Essen wollte ich mich selbst bestrafen, dass ich ein schlechter Mensch bin, dass ich es nicht wert bin zu leben. Und das hat mich dann noch mehr da reingetrieben, dann am Ende nichts mehr zu essen. Auch das ganz typisch. Kleine Fluchten mit selbstentwickelten Regeln. Jessica hatte zum Beispiel ein Belohnungssystem, bei dem sie am Ende nur verlieren konnte. Ich hab's so irgendwie mir so ein bisschen in Essen umgerechnet. Und je nachdem, wie viel ich denn geschafft habe, durfte ich dann essen. Aber zum Beispiel war es eine Wand bei mir im Haus verputzen und dann habe ich mir einen halben Apfel mal gegönnt. Ich habe vor kurzem noch mal ein 2-Wochen-Listen gefunden in der Jackentasche. Das ist ja
bescheuert, was man da draufgeschrieben hat. Man will mir ja irgendwie jeden Tag eine Kirche bauen und den Weltkrieg verhindern. Und dafür darf man sich dann einen Apfel gönnen. Also. Bei Jessica hat die Behandlung angeschlagen. Wichtigster Bestandteil, die eigene Erkenntnis, dass man krank ist und geheilt werden kann. Ich bin jetzt therapierbar. Das ist man so in so einem ganz niedrigen Gewicht, ist man das gar nicht. Also man ist so eingefahren und ja, für Therapien gar nicht offen. Und jetzt merke ich so in den letzten Wochen, rattert es in meinem Kopf und ja, ich bin viel fitter. Das merke ich schon. Ein anderer Bestandteil des Heilungsplans, die Kunsttherapie. Die Mädchen sollen heute ihre Krankheit visualisieren. Die Bilder zeigen, wie verunsichert die Patienten sind, wie ihr Gefühlsleben aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und alles geht einher mit einem zu niedrigen Selbstwertgefühl. Magersucht fühlt sich für mich an wie so ein dickes Tier, was mich irgendwie selber frisst, aber was mich irgendwie auch in so einem schützenden Käfig hält. Wie könnten Sie das, was die Essstörung hier erfüllt? Also sie füllt ja eine Aufgabe, ne? Nämlich sie irgendwie zu schützen vor dem, was außen passiert. Und wie könnten Sie das mit gesunden Strategien ersetzen? Ich bräuchte schon so einen Käfigersatz, aber nicht in Form von einem Käfig. Genau, genau. Ne? Das ist ja auch wie ein Mantel, aber eben ein sehr unangenehmer Mantel. Ja. Wir reden natürlich jetzt von einem Prozess, den wir nicht in ein paar Wochen abschließen können. Ne? Mhm. Aber das ist lernbar, Frau Schmalle. Mhm. Das kann man lernen. Obwohl sich Jessica akribisch an den Essensplan hält, hat sie abgenommen. Im Gruppengespräch wird auch mit ihr die Gewichtskurve ausgewertet. So, Gewichte. Also, Jessie. Ja, 44,9. 44,9. Okay, bedeutet, dass es jetzt 500 Gramm weniger sind als Montag. Und da würde ich heute auf jeden Fall nochmal eine Erhöhung reinnehmen. Jessica muss jetzt eine Scheibe Brot pro Tag mehr essen. Die Tabellen geben Aufschluss über die Mahlzeiten mit Kalorien und Fettanteilen. Ihre Behandlung fußt auf einem Ernährungsprogramm, bei dem sie Mitspracherecht hat. Wir haben einen wöchentlichen Zunahmedurchschnitt von 645 Gramm. Wir haben eine Kalorien- und Fettmenge und einen insgesamten Essplan, der uns sehr gut gefällt. Also so erwarten wir das, da ist nichts Ungewöhnliches dran, das läuft alles ganz normal so. So viele Kalorien braucht man, also jetzt 2900. Mit einem guten Fettanteil, um überhaupt in der Woche wenigstens 500 Gramm zuzunehmen. Jessica wird noch bis Ende Februar in der Klinik bleiben. Dann wird sie in ein neues Leben entlassen. Sie möchte sich als Tischlerin selbstständig machen und wieder in ihrer Band spielen.